Also, als Gott, da haben Sie wirklich einiges am Hals, das kann ich immer sagen. Wenn Sie dann noch eine Hölle betreiben, das ist ja eine absolute Hölle, das ist eine Zusatzbelastung. Ja, ja, und wir dürfen nicht vergessen, im Grunde genommen sind wir ja auch nur ein Gott, ne? Und irgendwo reicht's auch mal. Hallöchen, hier sind die Inge und die Renate. Und wir sind Gott. Das klingt erst einmal ein bisschen komisch, es ist aber so. Inge, da ist schon wieder ein Beschwerdebrief von diesem Hans-Peter Teufel aus der Unterwelt. Jetzt hatten wir das doch schon so oft ignoriert, da schreibt der immer noch. Ist aber auch ein unangenehmer Typ. Also ein ganz negativer Charakter. Gell? Aber du kriegst ja einfach kein gescheites Personal und wer will den Job schon machen, ne? Ja. Und man schreibt doch hier auch wieder das Übliche über Füllung, Hülleplatz aus allen Nähten und so weiter, Pipapa. Kennst du doch. Du kennst ihn ja. Hier, da wird schon wieder mit Streik gedroht, wenn wir keine Quotenregelung einführen. Inge, ich frage dich, wie soll das gehen? Eine Quotenregelung? Wir können doch jetzt nicht plötzlich alles hier im Himmel reinlassen, oder wie hat man sich das vorzustellen? Also. Und das bei dem desolaten Zustand der Menschheit, ja. Nicht wahr? Also ich glaube, es geht los, du. Ich meine, da ist aber auch gar nicht mal eine Besserung in sich. Ist doch gar nicht in sich. Die denken sich doch dauernd was Neues aus. Hier mal Kummersaufen, da eine Ölpest. Ja, ja, ja. Hier dieser Hans-Peter, gell? Also, da muss man sich so eine Stellenausschreibung doch auch mal vorher genauer durchlesen. Hä? Wenn ich mich doch bewerbe um einen Job in der Hölle und hinterher beschwere ich mich über die Arbeitsbedingungen, also da greife ich mir doch an den Kopf. Gott, wem sagst du das? Wisst ihr was, hier der Brief kommt wieder in Umschlag und der geht zurück. Postwenden. Quotenregelung. Ich glaube, es hackt du. Ich hab jetzt schon wieder einen ganzen Bus mit so Volksmusikern reingekriegt. Könntest du die vielleicht übernehmen? Also nee, Guido, wirklich nicht. Was soll ich denn noch alles, Mann? Ich kann mich doch nicht zerteilen. Nee, nicht. Ich hab hier gerade zwei Immobilienmaklerinnen bekommen mit Direktüberweisung. Also. Direktüberweisung? Ja, das sind bei uns folgende Berufsgruppen. Banker, Immobilien, Haie und Ölmultis. Die haben Direktzugang. Aber das ist pauschal geregelt. Das ist pauschal. Sagen Sie mal, ist das bei Ihnen hier immer so kalt? Wir sind doch hier in der Hölle, oder? Vielleicht können Sie mal mit Ihrem Vermieter ein bisschen... Na, da sagen Sie was. Kommen Sie mal her. Ich stehe den ganzen Tag hier in der Kälte, ja? Das sind vielleicht Arbeitsbedingungen. Und ich habe mich schon mehrfach beschwert. Die fahren hier auf Sparflamme. Aber das heißt dann Energiesparmaßnahme. Hä? Wie soll man so eine anständige Hölle betreiben? Wie soll denn das gehen? Ich will ja nicht stören, aber ich habe jetzt schon wieder einen Bus reingekriegt. Ja, Mensch, Guido. Was soll ich denn noch machen? Das geht nicht. Schick die zurück. Feierabend, die Hütte ist voll hier. Ja. Der Schluss. Sollen wir dann auch gerade wieder zurück? Nee, kommen Sie mal. Sie sind schon eingeloggt, ja? Also, da durch, 10. Stock, 8 Quadratmeter, ohne Küche, ohne Bad. Bitteschön. Mal, die kommen mir irgendwie bekannt vor. Hast du den hier auch mal angeboten? Ja, nee, die war so ähnlich geschnitten. Da haben wir aus einer Zeit diese sozial schwache Familie rausgeklagt, weißt du? Frau Müller-Drossel, Sie waren doch eben schon bei mir. Ja, wir wurden alle direkt zurückgeschickt. Aufnahmestopp. Was soll das denn? Ich hatte ja Ihre ganzen Unterlagen geprüft. Ja, und ich hatte gleich so ein komisches Gefühl bei Hölle. Erinnern Sie sich? Mm-hmm. Ja, nee, das ist soweit alles. Also da kam ja einiges zusammen hier. Erdbeeren im Winter, 3 Kraftfahrzeuge. Jede Woche in die Kirche gegangen. Ah, nee, das wird nicht angerechnet. Ach. Ja. Wusste ich doch. Sie hatten solche Einweg-Kaffeepads entwickelt. Ja. Das ist ein Plastikmüll. Allein schon von der CO2-Bilanz wird das ganz schwierig. Also Himmel sehe ich da gar nicht, Frau. Oh. Also das kriegen wir nicht durch, beim besten Willen nicht. Ach, schade. Gar nicht. Ach, schade. Schade, schade, schade. Aber was heißt denn hier Aufnahmestopp? Ja, weiß ich auch nicht. Das geht doch nicht. Nee, da kümmern wir uns drum, aber ganz sicher, du. Du sag mal, die schicken die Leute aus der Hölle zurück. Das war eben der Michael von der Himmelspforte. Sag mal, das geht doch nicht. Ach, das ist ja eine Frechheit. Ach. Wie ist denn die Durchwahl von diesem Hans-Peter Teufel? Den mach ich jetzt aber mal die Hölle heiß. Das machst du aber hier, warte mal, 666 war es, ich will's da gerade. Also sowas, ha? Richtig, ja, richtig.
Ja, Hans-Peter, Renate Gott hier. Ja. Sag mal, was ist denn da los? So geht es aber nicht. Das geht gell? Nicht. Ja, aha. Arbeitsbedingungen. Oh Gott. Ja. Ja. Überfüllung. Ja, Hans-Peter, alles schön und gut. Ja, nur ich sag ihm mal, Moment wir mal. Kennen auch keinen Feierabend. So sieht's doch einmal aus. Inge, ich bin hier gerade mitten im Gespräch. Und sag einmal, da brauchst du dich auch gar nicht mehr so anzustellen, du. Das ist für uns auch kein Zuckerschlecken. Wir haben hier noch MS. Das, jetzt sag's ihm mal. Ja, Inge, willst du mit ihm sprechen? Das will ich nicht. Aber es ist doch unmöglich. Jetzt sag's ihm doch einmal. Ja. Hans-Peter? Ja, lange Rede, kurzer Sinn, gell? Ja. So geht es nicht. Wir schauen hier mal, was wir machen können, gell? Aber zaubern können wir auch nicht. Ja, aber ich sage, da müssen jetzt konkrete Maßnahmen... Ist in Ordnung, gell? Ja, wiederhören. Also, Herr Capone, jetzt mal unter uns zwei Klosterschülern. Sie haben doch gewisse Erfahrung, wie man was erreichen kann. Ja, wir haben ja auch schon alles ausprobiert, ne? Aufnahmestopp, Streik und ach, Guido, das kannst du alles vergessen. Ja. Herr Capone, wir verstehen uns doch. Si, naturalmente. Aber eine Streike, ich meine, ist eine Murkeligkeit. Aber ist sie nicht stark genug? Das hätte von mir sein können, wie abgesprochen. Ja, hast du das gehört? Hey, früher, wir haben geschickt die abgeschnittene Finger. Wahrzeichen? Jetzt wird er ernst. Hätten Sie vielleicht auch eine andere Möglichkeit? Oder Sie sicke eine ganze Mann. Komplettamente. Ist ein normalerweise tote Mann. Ah! Porca miseria! Hier sind wir sowieso alle schon tot. In ogni caso, wenigstens schicke eine sehr, sehr schlechte Mann. Genau. Das ist es. Wir schicken den einen von unseren Kaventsmännern hoch, direkt vor die Nase. Dann sehen Sie mal, wie das ist. Ja, ja hier, Jack the Ripper. Zack, direkt mal hochgeschickt. Nein, das geht doch nicht. Der hat die ganze Woche ambulanten Pflegedienst. Ja, sag mal, Hans-Peter, was habt ihr euch denn dabei gedacht? Ja, ha? Jetzt reicht's aber. Ja, der kann nicht noch schön bei euch bleiben. Nein, der kann hier nicht bleiben. Nein. Hans-Peter? Hallo? Da hat er aufgelegt. Das ist aber doch der. Also. Kaffeebohnen. Geröstete Kaffeebohnen, schwarzbraun. Inge, was machen wir denn jetzt mit ihm? Also, das ist mir gar nicht recht. Ein halbes Pfund Kaffee besorgen. Schwarzbraunen Kaffee und Hundefutter. Muss er denn nicht auch regelmäßig bestraft werden oder so? Also, das wüsste ich jetzt zum Beispiel gar nicht. Weißt du was? Ich gebe ihm erst mal was zu malen. Du, da ist er schon mal ein bisschen beschäftigt, nicht wahr? Ja, Inge. Aber über kurz oder lang müssen wir da was machen, gell? Wie sieht denn das aus, wenn da jemand reinkommt und da sitzt der Hitler? Was macht das denn für einen Eindruck? Guck, jetzt mal an der Autobahn. Ach, Inge, jetzt konzentrier dich doch mal. Das ist doch eine untragbare Situation. Autobahn. Da müssen wir auch wirklich mal über einen Kompromiss nachdenken. Wir müssen mal wieder jemand im Himmel aufnehmen. Die Frage ist halt nur, wen? Ja, wen? Vielleicht mal jemand aus der Politik, oder? Also, Renate, sag mal, du hast sie doch nicht mehr alle. Und du kannst doch gleich Atomkraftwerksbetreiber hier im Himmel aufnehmen, du. Also. Ja, ich sehe es ja ein. Renate. Hä? Ich hatte mal eine Idee. Also, es ist jetzt wirklich nur mal so ins Unreine gedacht, nicht wahr? Also, wie wär's denn, wenn wir mal wieder drüber nachdenken und Renate, jetzt flippe bitte nicht gleich wieder aus. Dass wir mal grundsätzlich drüber nachdenken, mal wieder Männer im Himmel aufzunehmen. Also, Inge! Ich meine also mal, du redest im Fieberwahn. Es war doch noch mal so ins Blaue gedacht jetzt. Ach. Dosenplank. Sind doch nicht alle Männer gleich, Renate. Ich weiß es nicht, das kommt mir jetzt völlig überraschend. Wir müssen doch mal über unseren Schatten springen.
Dann kommen wir doch mit der Quotenregelung niemals hin. Aber dass man vielleicht erst mal nur ein paar Schwule, ha? Nicht gleich so Testosteronbombe. Nur, wohl ist mir dabei nicht, Inge. Das sag ich dir aber. Für Eva mitbringen. Nuss, Nougat-Creme und Feinstrumpfhosen. Hallo? Ja, ja, Sie müssen klicken. Daumen hoch, abonnieren und an der Glocke bimmeln. Einfach klicken, abonnieren, an der Glocke. Sie haben es doch genau verstanden. Du lieber Gott, dann machen Sie es doch einfach.